lieber Bundestagskollege Dr. Stefan Lappert, lieber Kollege aus dem Baden-Württembergischen Landtag, Herr Klein, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags und des Gemeinderats. Ich darf Sie so ansprechen, nachdem ich selbst immer noch kommunalpolitisch aktiv bin und auch bleiben möchte, weil die kommunalpolitische Verwurzelung und die Gemeinde- und Stadträte und Kreisräte wissen, von was ich spreche, sollte auch in der großen Politik nie fehlen. Sehr geehrte Frau Eckel, Herr Steiner, Herr Limzig für die CDU in Leimen, St. Ilgen, Frau Angelhoff, liebe Mitglieder, Freunde und politische Gegner der CDU, liebes Urgestein Bruno Sauerzapf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Den Zusammenbruch des DDR-Regimes 1989 begleitete der bald berühmte Satz: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Bei Geburtstagen ist es gemeinhin andersherum. Da man der Volksmund vorher gratulieren, bringt Unglück. Und die 70. Geburtstage Mehrzahl der CDU in Leimen feiern wir eigentlich zu früh. Das Dreifache auf die Welt kommen trug sich im Dezember 1945 zu. Doch keine Angst bei den Freunden der CDU und kein Jubel bei den politischen Gegnern, die leicht abergläubische Kapitulations- und Feierstofffest gilt nicht bei Institutionen und damit auch nicht bei Parteien. Und was nicht zuletzt den großen Vorteil in sich birgt, jahreszeitlich bedingte Terminballungen können so unbeschwert entzerrt werden. Konkret gesagt, dass die Großleibener CDU ihr Drittel um 9 oder 10 Wochen vorgezogen hat, lässt uns ohne vorweihnachtlichen Stress beziehungsweise ohne das allgemeine Ruhebedürfnis zwischen den Jahren das Angemessene tun. Nämlich der biblischen Aufforderung zu folgen, Ehre, wem Ehre gebührt. Und das im Plural und verdientermaßen mit voller Konzentration zu folgen. Ehre eben auch in Form ungeteilter Aufmerksamkeit gebührt der CDU in Leimen, St. Ilgen und Gauangelloch in der Tat wirklich. Zum einen für ihre Beiträge zum kommunalen Leben in den Stadtteilen, Bürgermeister, Stadträte und in der Gesamtstadt. Zum anderen für den Dienst, den sie unserer Demokratie in unserem freiheitlichen Staatswesen geleistet hat und leistet. Nehmen wir an, politische Parteien hätten Reisepässe. Was stünde denn da als Geburtsort drin? Bei der SPD, der Fraktionsvorsitzende stellt dort klar, Leipzig. Dort gründete bekanntlich Ferdinand Lassalle 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein bei der CDU. Da könnte mit netter Gleichheit der ersten drei Buchstaben auch Leimen stehen oder ohne diese Alliteration ebenso korrekt St. Ilgen oder Gauingenbach, im Ernst. Die Geschichte der CDU, ihr Lebenslauf beginnt offiziell in Berlin. Und zwar am 26. Juni 1945 mit dem legendären Gründungsaufruf. Tatsächlich gibt es jedoch kein zentrales Gründungsereignis der CDU. Die CDU ist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg lokal und regional von unten her entstanden. Heute würden wir von einer Bürgerinitiative sprechen. Das lag an den besonderen administrativen Bedingungen in den damaligen Besatzungszonen. Aber das sollte auch so sein. Die CDU wollte eine heimatverbundene, eine föderale Partei werden, als definitive Absage an ein zentralistisches oder gar kollektivistisches Politikverständnis. Mustergültig dafür, ich wiederhole mich gerne, meine Damen und Herren, der harmonische Dreiklang Leimen, St. Ilgen, Gauangelloch. Und die Bedeutung erschließt sich so richtig, wenn man die Zeitumstände mitbedenkt. Herbst und Spätjahr 1945, das hieß, die Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, waren noch frisch. Es herrschte praktisch überall Not. Und trotzdem geschah das Faszinierende. An vielen Orten taten sich christlich geprägte Frauen und Männer zusammen,
um politisch etwas völlig Neues zu bewirken, eine Sammlungsbewegung, die über die konfessionellen Grenzen und über die sozialen Unterschiede hinweg einmal für Demokratie, für Freiheit, Rechts- und Sozialstaatlichkeit und nicht zu vergessen für die deutsche Einheit damals. Dass der Begriff Union Teil des Parteinamens wurde, war kein Politikmarketing. Das gab es damals noch nicht. Man hatte vermutlich andere Sorgen. Aber es war auch kein Zufall. Es war Programm. Union, darin manifestierte sich die Abkehr vom verhängnisvollen Konfessions-, Klassen- und interessenbezogenen Parteidenken der Weimarer Zeit. Gesellschaftliche Vielfalt sollte nicht wie vor 33 zu politischer Zersplitterung führen und so die Demokratie zermürben. Mehr noch, das im Grunde immorale Ziel lautete gesellschaftliche Trennungslinien auf der Grundlage gemeinsamer Werte zu überwinden. Kurzum, das Entstehen der CDU war ein sichtbarer, konkreter und wie sich bald zeigte, nachhaltiger Ausdruck des Willens, aus der Geschichte zu lernen, wetterfeste Konsequenzen zu ziehen aus der singulären moralischen Verheerung Deutschlands durch die Nazis, das nie wieder politisch abzusichern. Fast alle der 35 Unterzeichner des erwähnten Berliner Aufrufs zur Gründung der CDU am 26. Juni 1945 waren übrigens Verfolgte des NS-Regimes. 15 von ihnen zählten zu den Beteiligten oder Eingeweihten des 20. Juli 1944. Lange Vorrede, wesentlicher Sinn, meine Damen und Herren. Der CDU-Stadtverband Leimen ist in der Tradition seiner Ortsverbände ein archetypisches Stück der CDU. Aber er ist kein Fossil. Er ist auch nach 70 Jahren ein Kristallationspunkt staatsbürgerlicher, demokratischer Tugenden. Eine Einladung, sich politisch zu artikulieren und sich für seine Grundüberzeugungen einzusetzen, eine Stimme und damit letztendlich auch ein Impulsgeber. Und er wird all das bleiben, trotz Facebook und Co., trotz der Internetforen, trotz der Möglichkeit, anonym und geschwind einen Shitstorm zu entfachen oder zu verstärken. Das Virtuelle ist eben auch das Flüchtige, meine Damen und Herren, und damit nicht wirklich belastbar. Die Piraten sind nicht zufällig und nicht nur wegen ihrer teils wirren Ansichten und Ziele noch schneller verschwunden, als sie davor hochgejubelt worden waren. Die Orts-, Stadt- und Kreisverbände, das spreche ich auch gerne und Parteien der demokratischen Parteien, haben nicht ausgewiesen. Sie sollten weiterhin entscheiden für die Stabilität des politischen Hauses. Und das bedeutet freilich umgekehrt, ob auf Bundes- oder Landesebene, jede Parteiführung ist gut beraten, aufzuhorchen und hinzuhören, wenn es in den Orts-, Stadt- und Kreisverbänden Einkommen gibt, wenn es sozusagen in dem tragenden Gebälk der Parteien knirscht. Und die viel zitierte Stimmung an der Basis erwächst nicht aus irgendwelchen Launen oder aus der spielerischen Freude an den Möglichkeiten des Digitalen. Sie konkretisiert das Selbstverständnis der Partei. Und sie ist deshalb für die große Politik entweder ein Signal, rechtzeitig einen Zahn zuzulegen, oder auch der Rat, noch rechtzeitig zurückzurudern. Dieses Dreifach-Jubiläum ruft ins Gedächtnis, Demokratie beginnt bei der oder bei dem Einzelnen. Wer einer Partei beitritt, der bekennt Farbe. Und der macht seine Einstellung und seine Standpunkte sichtbar. In Familien, im Bekanntenkreis, im Verein, am Arbeitsplatz, gegenüber den Nachbarn. Und davon, meine Damen und Herren, lebt unsere Demokratie. Und dieses Exponieren ist freilich nicht immer angenehm. Ja, dafür wird einem seit einigen Jahren leider immer weniger Respekt zuteil. Erst recht, wenn man ein Parteiamt übernimmt
wozu man in örtlicher Ebene, das geht immer schnell, das könntest du ja mal machen, das ist kein Problem, da gibt es nur eine Versammlung im Jahr, dann ist alles gut, die eigentliche Arbeit sieht anders aus. Und die Distanz zwischen Parteien und Bevölkerung wächst, meine Damen und Herren. Und es wird als schick erachtet, sich von den Parteien fernzuhalten. Und das ist noch gelinde ausgedrückt. Zumindest eine Ursache für diesen Ansehensverlust setzen wir Politikerinnen und Politiker allerdings selbst. Ich bin da auch selbstkritisch unterwegs. Denn wenn wie eine andere Gruppe werden wir uns selbst und auch unser Tun wechselseitig ab, indem wir Parteipolitik als negativ besetzten Kampfbegriff verwenden. Dabei ist nach Artikel 21 des Grundgesetzes explizit Aufgabe der Parteien, an der politischen Willensbildung vor Ort mitzuwirken und sich zu einer demokratischen Partei zu bekennen, sich dort zu engagieren und mit streitbarer Entschiedenheit zur öffentlichen Diskussion beizutragen, das wird von unserer Verfassung gewollt, eigentlich sogar vorausgesetzt. Und daran ändern, so nebenbei bemerkt, die Erweiterung Möglichkeiten zur direkten Bürgerbeteiligung nichts. Lieber Kauder, diskutieren da gerade drüber. Darum desavieren wir dann diesen Verfassungsauftrag immer wieder dadurch, dass wir abschätzig von Parteipolitik fassen. Bei festlichen Anlässen wie heute oder dann gerne, wie jetzt vielleicht staatsmännisch formuliert, Demokratie, das ist mehr als ein staatsrechtlicher Begriff, mehr als das Prinzip, dass die Mehrheit entscheidet. Demokratie, meine Damen und Herren, ist eine Geisteshaltung. Zu Recht, die Weimarer Republik scheiterte nicht, wenn es zu wenig Demokratie gab, sondern wenn es zu wenig Demokraten gab. Ein kleiner, aber fataler Unterschied. Aber mit Gesinnung allein ist es nicht getan. Und da Sie, meine Damen und Herren, tolerante Kurpfälzer sind, darf ich es jetzt auf Schwäbisch sagen, Demokratie ist auch eine Menge Geschäft, wie wir so schön sagen, auf Deutsch Arbeit. Viel davon findet im Verborgenen statt und ist nicht verwirrungssteuerpflichtig. Plakate kleben, Prospekte verteilen, sich beim Straßenwahlkampf kalte Füße holen, Veranstaltungen wie die heutige organisieren, Artikel fürs Amtsblatt verfassen, Internetseiten aktuell halten, Facebook und Co. qualifiziert nutzen. Ich meine, und es ist mir als selbstpraktizierender Vorsitzender eines Senior-Ortsverbandes ein wirkliches Anliegen. Dieser Aspekt, der im Alltag so leicht untergeht, muss bei einem Jubiläum einer demokratischen Partei besonders hervorgehoben und auch gewürdigt werden. Deshalb an dieser Stelle mein herzlicher Dank als Vertreter aller Parteien im Parlament an eine demokratische Partei vor Ort. Glückwunsch. Danke an diejenigen, die vor Ort Verantwortung seit Jahrzehnten. Ganz speziell bei Ihnen in Leimen. Die CDU ist hier auf mustergültige Art zur stärksten Kraft geworden. Vor 40 Jahren rollte die Leimener CDU erstmals SPD bei der Stimmenzahl ein. Und seit 1989, also seit einem Vierteljahrhundert, stellt sie im Gemeinderat die größte Fraktion. Die Leimener CDU ist jedoch kein bloßer Stadträtinnen und Stadträte-Wahlverein, obwohl die Stadt nur auf 118 Meter Seehöhe liegt und zählt sie zu den CDU-Hochburgen bei uns in Baden-Württemberg. Weder das kommunale noch das parteiinterne Standing soll erodieren, das darf selbst ich dann als zur Neutralität verpflichteter Parlamentspräsident bekunden. Deshalb wünsche ich der dreifach verwurzelten CDU in Leiden, dass sie auch künftig genügend Mitglieder hat, aktive und treue Mitglieder, Frauen und Männer, junge und ältere, Arbeitnehmer, Kranken und Unternehmer, Alteingesessene und Zugezogene. Denn das U in unserem Parteinamen bekommt eine neue Relevanz und Tragweite angesichts des demografischen Wandels, angesichts der unterschiedlichen Lebensstile, angesichts des Sorgs der Ballungszentren zu Lasten der ländlichen Räume, lieber Karl, auch das ist ein Thema uns in der Landespolitik, oder ganz anders,
angesichts des Thema Industrie 4.0 und ihre Auswirkungen, da wird dann meistens weniger diskutiert, auf die Arbeitswelt und damit auf jeden einzelnen Menschen. Und je mehr die Bedürfnisse und Erwartungen auseinanderdriften, je mehr gilt die Summe aller Wünsche, ist das Chaos. Und je schwieriger es wird zu definieren, was ist gerecht, was ist sozial, was ist human, jeder versteht darunter schon jetzt etwas anderes. Eine zentrale Funktion der demokratischen Parteien wird also immer wichtiger. Die Funktion, in sich schlüssige Konzepte für die Steuerung des Gemeinwesens zu entwerfen und zur Wahl zu stellen. Wobei in sich schlüssige Konzepte heißt, dass die Programme über das Vertreten ökonomischer, sozialer, ökologischer Einzelinteressen hinausgehen. Schon deshalb können, wie nur am Rande notiert, die Instrumente der direkten Demokratie lediglich, da lege ich großen Wert darauf, eine ergänzende Funktion haben. Die meisten Fragen lassen sich nicht mit einem schlichten Ja oder Nein beantworten und schon gar nicht isoliert oder freischwebend. Also ohne Rücksicht darauf, dass das Ergebnis in das große Ganze passt. Und hinzu kommt, das Bedürfnis nach Bürgerbeteiligung muss mit staatsbürgerlichen Bereitschaft korrespondieren und dazu gehört auch, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren. Auch das ist eine Fertigkeit, die man den demokratischen Parteien und namentlich denen von deren Basis automatisch einübt. Womit auch ich durchblicken lassen möchte, das Prädikat Querdenker wird nach meinem Geschmack hin und wieder etwas leichtfertig vergeben. In seinen Genuss kommen leider auch Quertreiber und Querköpfe. Das ist etwas anderes. Ironie beiseite. Ich wünsche der CDU in Leiden vor allem Mitgliedern, die konsequent zu ihr halten, egal aus welcher Richtung der Wind für die CDU gerade bläst, Mitglieder, die bei Rückenwind nicht überheblich werden, die sich aber auch bei Gegenwind nicht abwenden. Das ist lediglich nur allgemein dahingesagt. Denn seien wir ehrlich, unsere Gemütslage ist momentan und sogar bei diesem Jubiläum nicht unbedingt himmelhoch jauchzend. Und exakt deshalb fügt es sich freilich hervorragend, dass wir auf 7 Jahrzehnte zurückschauen. Denn die Gegenwart im Kontext der Zeit zu sehen, befähigt zum rationalen Analysieren, sicheren Urteilen und erfolgreichen Handeln. Und wenn wir in der CDU unsere Erfahrungen und uns selbst zutreffend reflektieren, dann haben wir eigentlich auch aktuell Grund zu Selbstvertrauen und Zuversicht. Denn es ist unstreitbar, dass wir an den großen Weltmärkten immer richtig navigiert haben. Soziale Marktwirtschaft, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, die Einbindung Deutschlands in die Gemeinschaft der westlichen Demokratien, in das Nordatlantische Bündnis bis hin zum NATO-Doppelbeschluss, die europäische Integration, die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit, sowie natürlich die Gründung des Landes Baden-Württemberg, übrigens das einzige in der Bundesrepublik, das nach dem Krieg neu gegliedert wurde. Wir wären heute nicht so erfolgreich, wenn damals die Kähler Müller Baden-Württemberg nicht den Mut aufgebracht hätten. Auch die Fragestellungen damals so formuliert hätten, dass es dann zur Mehrheit gereicht hat. All diese Gestaltungsleistungen tragen das Etikett der CDU und darauf dürfen wir stolz sein. Reformen waren für uns nie ideologischer Selbstzweck, aber wir sind in aller Regel offen gewesen für Veränderungen. Wir haben Hergebrachtes nicht vorstellend aufgegeben, aber auch nicht störrisch prolongiert. Wir haben neue Notwendigkeiten und Bedürfnisse Rechnung getragen und wir haben selbst gegen erhebliche Widerstände leistungsfähige Strukturen geschaffen. Nennen wir mal ein Musterbeispiel, die Kreis- und Gemeindereform Anfang der 70er Jahre, durch die auch das heutige, schließlich zur großen Kreisstadt aufgestiegene Leiben entstanden ist. Und genereller gesprochen, wir haben der Versuchung widersprochen, den technischen ökonomischen Wandel sozialromantisch zu negieren. Wir haben deshalb nie so getan, als könnten wir uns Wohlstand einfach per Gesetz zuweisen.
Ökonomische Leistungsfähigkeit war für uns nicht Teil des Problems, sondern Schlüssel der Lösung. Und wir haben trotzdem andererseits nie eindimensional an den Markt geglaubt. Und wir haben nie weltfremd und mit moralisierender Attitüde hehre Ziele propagiert. Allerdings müssen wir selbstkritisch eingestehen, dass wir vor 40 Jahren versäumt haben, Umweltschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit politisch als das zu erkennen und als das zu verankern, was sie genau genommen eigentlich sind, nämlich konservative Themen. Und trotzdem dürfen wir mit einem gewissen Stolz betonen, CDU, das ist wirklich die Politik aus der Mitte für die Mitte gewesen, Politik in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Lebensgefühl. Wir haben keine Ideale verklärt, wir hatten kein elitäres, belehrendes Sendungsbewusstsein, wir haben immer wieder gezeigt, worin sich die Grundsatztreue von Dogmatismus unterscheidet, nämlich in der Bereitschaft, die Realität zu achten, also weder Sachzwänge noch die Begrenztheit der Ressourcen zu leugnen. Und so konnten wir beweisen, wo Ideologie spaltet, da versöhnt pragmatisches Vorgehen. Und reden wir offen, was letztlich zählt, ist das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu gewinnen und zu erhalten. Insbesondere bei Bundestags- und Landtagswahlen, im Monat nicht wieder so weit, geht es beim Ankreuzen der Stimmzettel letztlich um die Frage, wem traue ich zu, das Land in Zukunft am besten zu führen. Und das steht zwar so nicht in den Lehrbüchern, aber es ist die menschliche Wirklichkeit, auch wenn wir es in unseren Leistungsbilanzen gerne kennen. Die Wählerinnen und Wähler berechnen keine arithmetische Gleichung auf der Basis von zig sägensreichen Tagen und noch mehr vollmundige Pressemitteilungen in den zurückliegenden 4 oder 5 Jahren. Sie leiten vielmehr eine subjektive, ja durchaus auch emotional bestimmte Einschätzung, welche politische Ausrichtung maßgebend sein sollte. Und der Angelpunkt unseres Erfolges ist gewesen, dass wir auf jeder Ebene glaubwürdig vermittelt haben, wir wollen in der gegebenen Situation das Bestmögliche, das praktisch Bestmögliche für die Gemeinde, die Stadt, für Leimen, das praktisch Bestmögliche für das Land Baden-Württemberg, das praktisch Bestmögliche für den Gesamtstaat Deutschland. Menschen verstehen, Sicherheit geben, Zukunft gestalten, das ist seit 70 Jahren Selbstanspruch und Kernkompetenz der CDU. Und ich hoffe, niemand empfindet es als zu flapsig, wenn ich angelehnt an einen berühmten Werbeslogan anfüge und nie war es nicht so wertvoll wie heute. Die aktuelle Lage und Nachrichten über die Herausforderungen, die wir alle auf Jahre hinaus schultern, sollen heute Vormittag nicht im Mittelpunkt stehen. Deshalb sage ich dazu nur, ja, es stimmt, wir brauchen beides. Eine Willkommenskultur und eine Wahrheitskultur. Und an letzterer müssen wir derzeit noch arbeiten, die kommunalen Politiker oder wo vor Ort vor anderen Tagen wissen, von was ich rede. Aber gerade so gesehen feiern wir dieses dreifache Jubiläum nicht zu früh und nicht zu spät. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.